Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Nachrichten als Basis für Trading-Szenarien. So funktioniert es. In dem Webinar werde ich heute auf tagesaktuelle Nachrichten mit Hilfe des DPA AFX News Terminals eingehen und wir werden uns einige interessante News anschauen, welche auch für die kommenden Tage bzw. Wochen interessant sein könnten. Mein Name ist Marvin Herzberger und heute ist der 2. Juli. Vorab der Disclaimer, ich gebe in diesem Webinar keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten. Es handelt sich somit hierbei um keine Anlageberatung. Sämtliche Aussagen spiegeln meine persönliche Meinung wider. Gesprochen wird über Trading-Szenarien, sprich die Einschätzungen können sich aufgrund von neuen Informationen sehr schnell ändern. Und es handelt sich deswegen auch nicht um Aktien, welche man kaufen und liegen lassen könnte, sprich es sind keine Investmentempfehlungen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir das Webinar so gestalten, dass ich verschiedene Arten von Nachrichten vorstellen werde. Mein Fokus richtet sich dabei auf Insider-Deals, Quartalszahlen, Großaufträge und Analystenkommentare. Die Gestaltung habe ich so gewählt, dass wir sozusagen ganz oben anfangen mit den am langfristigsten ausgerichteten Nachrichten, sprich Insider, die kaufen meistens auf Sicht von Jahren bis Jahrzehnten oder sogar ewig. Quartalszahlen sind auf Sicht von 3 Monaten relevant. Großaufträge sind kurzfristiger relevant, sprich auf meistens Sicht von Tagen bis Wochen. Und Analystenkommentare haben die kürzeste Halbwertszeit von lediglich ein paar Tagen, beziehungsweise manchmal sogar nur Intraday. Auf welche Nachrichten werde ich nicht eingehen? Weil es natürlich eine Vielzahl an Nachrichten gibt, welche täglich veröffentlicht werden, unter anderem Kooperation. Da werde ich euch nachher aber auch noch einen Chart zeigen, weil das passt heute perfekt. Da habe ich vorhin eine Aktie entdeckt, die um über 80% Intraday angestiegen ist. Dann geht es noch oder gehen wir nicht darauf ein, welche Daten von Gesundheitsbehörden, sprich zum Beispiel die FDA, geliefert werden. Gut, fangen wir mit den Insider-Deals an. Hier habe ich die Evonik herausgesucht. Oben sehen wir am 24. Juni um 12.34 Uhr kam die Nachricht über das DPA-AFX-Tool und das DD steht immer für Director Dealings und dahinter steht dann der Name der Aktie. Auf Deutsch oder Englisch kann man sich das anschauen. Ganz oben erkennen wir den Namen, sprich wer hat gehandelt. In diesem Fall war es die Ute Wolf. Nummer 2, der Grund der Meldung. A, also welche Position hat diese Person inne? Sie ist der Vorstand des Unternehmens. B, es handelt sich um eine Erstmeldung. Und dann gehen wir weiter nach unten. Wir scrollen, wir scrollen, wir scrollen. Es handelte sich um einen Kauf. Das finden wir unter 4b. Und welches Volumen wurde gehandelt? Das finden wir unter 4c. Es wurden Aktien zu einem Stückpreis von 28,2188 € gekauft in einem Volumen von 101.587 €. Schauen wir uns im nächsten Bild den Chart von Evonik an, dann erkennen wir, ich habe das mal eingezeichnet, hier gab es nämlich mehrere Insiderkäufe. Evonik ist ja ein Spezialchemieunternehmen, welches verschiedenste Anwendungen bedient. So ist der Konzern unter anderem in den Bereichen für Konsumgüter, pharmazeutische Gesundheitsversorgung, Tierernährung, Energiemarkt, internationale Kunststoff- und Gummiindustrie und High-End-Anwendung auf chemischer, thermischer und mechanischer Basis aktiv. Insgesamt gab es hier zuletzt mehrere Insiderkäufe, welche sich auf roundabout 560.000 € summiert haben. Und wir erkennen auch, der erste Insiderkauf, den hatte ich euch eben gerade gezeigt gehabt, der hat nicht direkt zu einem Anschluss-Rally geführt. Das heißt, bei Insiderkäufen kann es auch mal sein, dass die Aktie anschließend Tage, Wochen oder sogar Monate seitwärts läuft oder sogar fällt. Aber man muss bedenken, dass diese Nachrichten eines Insiderkaufs langfristig ausgerichtet sind. Das heißt, eine Investment-Story könnte hier gegeben sein, weil die Insider natürlich besser informiert sind und gegebenenfalls sogar über große Aufträge Bescheid wissen. Was bei Evonik auch spannend ist, der Konzern profitiert durch die Milliardeninvestitionen der EU in Batterieprojekte. So hatte die Europäische Kommission beispielsweise im Januar erst das zweite europäische Großvorhaben zur Batteriezellfertigung mit dem Titel European Battery Innovation, kurz EUBAT-IN, mit bis zu 2,9 Milliarden Euro an Förderung aufgelegt. Das Ziel dabei ist es, den Aufbau einer wettbewerbsfähigen, innovativen und nachhaltigen Batteriewertschöpfungskette in Deutschland und Europa zu gewährleisten.
So will die EU damit beispielsweise bis 2025 die europäische Batterieallianz zu einer Industrie führen, die stark genug ist, um jährlich mindestens 6 Millionen Elektroautos auszustatten. Das ist natürlich ein langfristiger Trigger, welcher Evonik als Batterieplay interessant macht. Schauen wir dann auch auf die letzten Nachrichten des Konzerns, dann setzt sich das Unternehmen auch zunehmend für die Nachhaltigkeit ein. So hat Evonik beispielsweise jüngst verkündet, dass man mit Lösungen für den Kunststoffkreislauf ab 2030, das ist natürlich noch lange hin, allerdings, wie wir ja eben gesagt haben, die Insider positionieren sich bereits frühzeitig, um langfristig orientiert zu denken. Also will Evonik mit den Lösungen für den Kunststoffkreislauf ab 2030 mindestens 350 Millionen zusätzlichen Umsatz erzielen. Dabei sollen gebündelte Aktivitäten für den Kunststoffkreislauf die Lösung zu mehr Nachhaltigkeit treiben. Darüber hinaus will man mehr auf Recycling-Technologien setzen, um die Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Das ist natürlich ein interessantes Konzept. Und wenn wir uns die jüngste Nachrichtenlage darüber hinaus anschauen, dann lässt sich erkennen, dass die Experten von Metzler gerade erst gestern Evonik, GEA, Infineon und Nemetschek in die Top 10 List aufgenommen haben, was natürlich ein enormer Boost ist, welcher die Aktie kurzfristig auch wieder treiben konnte. Wir erkennen an der Candle, die Aktie wurde gestern akkumuliert, allerdings heute ging es mit einem Gap Down nach unten. Woran liegt das? Goldman Sachs hat von Kaufen auf Verkaufen, das sind zwei Stufen, herabgestuft und das Kursziel von 32,5 Euro auf 27,6 gesenkt. Zur Begründung hieß es, die Konsensschätzungen für den Spezialchemiekonzern seien viel weniger deutlich gestiegen als die für die Konkurrenz, woran sich in nächster Zukunft auch wenig ändern sollte. Die Analystin ist sozusagen etwas skeptischer auf Sicht des kommenden Jahres und auf die Sicht des aktuellen Jahres. Kommen wir zur nächsten Art von Nachrichten, die Quartalszahlen, meistens mit einem Horizont von Wochen bis zu 3 Monaten, weil je Quartal kommen neue Quartalszahlen. Hier habe ich mir die Hornbach Holding herausgesucht. Der Konzern profitierte jüngst davon, dass der Renovierungstrend oder Gartenbau während der Corona-Pandemie einen enormen Boost erlangt. Also es gab einen enormen Nachfrageanstieg nach solchen Produkten und Dienstleistungen. Ja, konkret liest man hier jetzt, dass der Konzern etwas zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr ist. Die Prognose wird optimistischer. Ein leichtes Umsatzplus wird erwartet. Und insgesamt sieht der Konzern sozusagen den Trend von den vermehrten Bauaktivitäten positiv. Und nachdem das Unternehmen bislang von einem Umsatz auf Vorjahresniveau ausgegangen ist, und das EBIT sollte zudem unterhalb des Rekordwerts des vergangenen Jahres liegen, wird nun deutlich mehr erwartet. Das ist natürlich eine positive Nachricht, welche einen Boost für die kommenden Tage, Wochen und bis zu 3 Monate auslösen könnte. Schauen wir uns den Chart an. Dann erkennen wir, was die Nachricht ausgelöst hat. Direkt zur Handelseröffnung ist die Aktie mit einem dynamischen Gap-Up in den Handel gestartet und hat direkt einen Trendschub von unter 85 bis auf über 100 Euro eingeleitet. Dann kam eine mehrtägige Korrekturbewegung mit täglich niedrigeren Hochs und zum Teil auch niedrigeren Tiefs. Aber charttechnisch finde ich die Aktie weiterhin interessant, weil wenn sich die heutige Stabilisierung in der kommenden Woche in einem höheren Tageshoch entfalten könnte, dann könnte ein neuer Trendschub in Richtung 100 bzw. auf neue Verlaufshochs vielleicht roundabout 105 Euro einsetzen. Der Quartalsbericht, den sollte man deswegen nicht unterschätzen, auch wenn er kurzfristig den enormen Trendschub am ersten Tag ausgelöst hat und nach Tagen 2, 3, 4, 5, 6 nicht Anschlusskäufe generiert hat, kann die Nachricht dennoch auf Sicht von mehreren Wochen bis zu 3 Monaten durchaus Potenzial haben. Und hier würde ich sogar einen neuen Einstieg in der kommenden Woche in Erwägung ziehen. Die nächste Nachricht betrifft Großaufträge. Nordex haben wir in verschiedensten Channels heute und in den letzten Tagen besprochen. Die erste Nachricht sehen wir hier, 22.06.17:17 Uhr, der erste Großauftrag aus Finnland, beziehungsweise ein neuer Großauftrag aus Finnland. Und die entscheidende Nachricht
welche ich gleich auch im Chartbild genauer erläutern möchte, ist am 24.06. vorbörslich um 7:30 Uhr wurde ein Großauftrag in Brasilien gemeldet. In Brasilien will der Konzern nun mittel- bis langfristig enorm wachsen und, was da wichtig ist, das Servicegeschäft wird ausgebaut. Auf Sicht von 5 Jahren mit einer Verlängerungsoption. Bei Nordex muss man wissen, Anlagenbauer, die machen ihre großen Margen, beziehungsweise das Ertragspotenzial liegt nicht unbedingt in den Maschinen, welche sie bauen, beziehungsweise hier in den Windkrafträdern, sondern in den Servicegeschäften. Da erzielt der Konzern die Marge. Schauen wir uns das im Chartbild an. Die neuen Aufträge. 3 Aufträge haben die in den jüngsten Tagen gemeldet und wir erkennen, der kurzfristige Boost ist eingesetzt. Die Aktie konnte einen dynamischen Trendschub einleiten, prozentual zweistellig steigen, eine charttechnische Bodenbildung abschließen, doch dann die überraschende Kapitalerhöhung und es ging dynamisch nach unten. Sowas ist ärgerlich. Wir haben es auch in verschiedenen Chats gelesen. Viele kurzfristig orientierte Anleger waren sehr überrascht und zwar negativ, weil sie sich aus Trendfolgesicht long positioniert haben im Zuge der positiven Auftragslage. Und dann eine überraschende Kapitalerhöhung, Gap Down, heute Anschlussverkäufe. Allerdings, nach diesem Abverkauf, die Analysten haben sich weiterhin positiv gezeigt und Kursziele von zum Teil weit über 27 € ausgerufen. Aktuell bei 17 €. Könnte ich mir vorstellen, dass es in der kommenden Woche nochmal einen kurzen Abverkauf in Richtung des Verlaufstiefs gibt. Und ich habe mir da jetzt schon mal einen Alarm in den Chart gelegt bei 16,88, wo ich gegebenenfalls, wenn eine charttechnische Stabilisierung erkennbar wird, einen antizyklischen Long Trade wagen würde. Das ist natürlich rein spekulativ und man muss hier abwarten. Am liebsten wäre es mir, wir haben eine 1, 2, 3 Korrektur. 2 Tage haben wir jetzt bereits gesehen. Und wenn am dritten Tag ein temporärer Shakeout kommt, welcher dann in einer charttechnischen Hammerbildung mündet, dann könnte eine neue Erholungsbewegung in Richtung 20 innerhalb von wenigen Tagen einsetzen. Also das ist einer meiner spannenden Watchlist-Kandidaten für die kommende Woche. Dann die Analystenurteile. Die sind, wie gesagt, die Nachrichten mit der kurzfristigen Halbwertszeit. Das heißt, eine Nachricht kommt raus, ein positiver Analystenkommentar wurde gemeldet oder ein negativer Kommentar. Dann ist es meist so, dass es innerhalb von 3 Tagen, dann hat der Markt die Nachricht verarbeitet. Das heißt, kommt es zu einer dreitägigen Rallye, dann könnte nach dem dritten Tag, also am vierten Tag, eine technische Gegenreaktion einsetzen und dann ist der Impuls genügend verarbeitet. Natürlich gibt es Ausnahmen, allerdings das ist die häufigste Variante. Hier habe ich mir jetzt die Aktie von K&S ausgesucht. Da sehen wir am 25. zunächst einen negativen Kommentar. Da muss man den Kontext beachten. Also K&S ist ja ein weltweit führender Anbieter von Kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die landwirtschaftliche und industrielle Anwendung. Und die Produktpalette umfasst unter anderem Spezialdünger, Standarddüngermittel, verschiedene Pflanzenpflegemittel und Salzprodukte. Salz zum Beispiel, wenn man im Winter streuen muss, dann liefert Kali und Salz in der Regel genau diese Produkte. Die Analysten sind derzeit zwiegespalten. Ich habe hier jetzt ja einen Screenshot mit dem Zeitraum 25. bis 30. eingetragen. Am 25. hatte JP Morgan die Aktie auf Underweight belassen und die sind darauf eingegangen, dass die jüngsten Sanktionen der EU auf Kali aus Belarus, wo einer der weltweit größten Kali-Produzenten herkommt, dass dieses Importverbot nur rund ein Fünftel der Menge an Kalidünger betreffe, wodurch natürlich eine Kali und Salz wenig Potenzial bzw. wenig Marktanteile gewinnen könnte. Das ist natürlich skeptisch zu sehen. Schauen wir dann an. Ein paar Tage später, dann hat Warburg Research die Aktie auf 9 € belassen. Das ist schon etwas besser, allerdings auch nur auf Halten. Und dann der entscheidende Impuls, welchem ich auch persönlich gefolgt bin. Mittlerweile bin ich allerdings nicht mehr investiert. Am 30. um 9:45 Uhr, das heißt kurz nach der Handelseröffnung, hat Kepler Cheuvreux die Aktie von 13 € auf 22 € angehoben und damit ein neues Spitzenkursziel mit einer Kaufempfehlung ausgerufen. Schauen wir uns das mal im Chart an. Ich habe jetzt, anders als zuvor, keinen Tagschart genommen, sondern einen Intraday-Chart, um das genauer zu verdeutlichen. Wir sehen unten links oder im Chart eingetragen, DPAFX, das war die Nachricht, die gekommen ist. Und wir sehen,
ein kurzfristiger Anstieg, dann kam der Pullback, allerdings eine Stabilisierung auf dem Niveau des Eröffnungskurses und dann kam die Rallye-Bewegung. Bis heute ist die Aktie temporär um rund 8% gestiegen. Und wir sehen, die Nachricht kam am 30. und wir haben jetzt gerade den 2.7. Das heißt, innerhalb weniger Handelstage 8% Kursanstieg. So dynamisch können enorme Kursziele sein. Und erinnern wir uns nochmal zurück, Kursziel 22. Das heißt, selbst bei einem Kurs von 12 bietet sich bei der Aktie immer noch ein enormes Kurspotenzial. Das heißt, mittelfristig finde ich die Aktie weiterhin höchst spannend und würde auch, wenn die Aktie einen stärkeren Pullback im Zuge der Gesamtmarktschwäche einleiten würde, würde ich erneut folgen. Nun gehen wir ins Trading Desk. Ich habe auf traderfox.com mein Webinar-Desk geöffnet. Das ist komplett leer. Hier möchte ich euch nun drei Kandidaten vorstellen, welche ich zunächst am amerikanischen Markt betrachte, bevor wir dann in das DPAFX-Desk, das seht ihr hier unten links, reingehen werden und dann die deutschen Nachrichten betrachten werden. Also ich öffne mal einen Chart, ich ziehe den Chart groß. Und da möchte ich jetzt anfangen mit einer Alector Inc. Das ist die Aktie, welche ich euch vorhin genannt habe mit dem Kooperationsdeal mit GlaxoSmithKline. Und wir sehen die Aktie dynamisch angestiegen. Aktuell notiert sie noch bei 57,7% plus. Und wenn wir hier mal schauen, ausgehend vom Eröffnungskurs, konnte die Aktie temporär intraday um 37% steigen. Also, was war hier der Trigger? Die Nachricht war, dass Alector Inc. und GlaxoSmithKline eine weltweite Zusammenarbeit zur Entwicklung und Kommerzialisierung von zwei monoklonalen Antikörpern zur Erhöhung des Progranulinspiegels in Kurzform PGRN bekannt gegeben haben. PGRN ist ein entscheidender Regulator der Immunaktivitäten im Gehirn, mit denen genetische Verbindungen zu mehreren neurodegenerativen Erkrankungen hergestellt werden können. Und was hier jetzt so relevant ist, ich öffne mal kurz die Infobox, dann sehen wir, na, die Marktkapitalisierung ist jetzt schon auf über 2,8 Milliarden US-Dollar angestiegen, aber dieser Deal umfasst eine Vorabzahlung in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Wenn wir das ins Verhältnis nehmen, dann erklärt sich, warum dieser Kurssprung um mehr als 50% sogar gerechtfertigt ist. Wenn Alector jetzt 700 Millionen bekommt und, was gab es obendrauf, eine zusätzliche Option auf Meilensteinzahlung in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, in Summe könnte Alector im Maximum 2,2 Milliarden US-Dollar, das ist fast die Marktkapitalisierung, zusätzlich an frischen finanziellen Mitteln bekommen, ohne dass der Konzern eine Kapitalerhöhung eingehen muss. Das ist natürlich gigantisch. Hier bis zu 2,2 Milliarden. Das finden wir hier auch unter Nachrichten nochmal genau aufgelistet. Ich hatte die Aktie heute auch vorbörslich in der Cloud gepostet als spekulativen Pick. Da stand sie noch bei 35,9%. Also mittelfristig sehr interessant. Kurzfristig hätte ich aber den Spike bereits mitgenommen. Das hatte ich in dem Chat bei Discord auch gepostet gehabt, dass ich mittelfristig weiteres Potenzial sehe. Kurzfristig aber denke ich, hätte man nach dem Start innerhalb von einer Dreiviertelstunde die Gewinne mitnehmen können. Da muss man dann immer unterscheiden. Kooperationen sind auch eine Nachricht, welche eine temporäre bzw. kurzfristigere Halbwertszeit haben könnte. Dann möchte ich auf einen einen Insider-Deal eingehen. Die R.R. Donnelley & Sons Company. Das ist ein führender Anbieter von Multi-Channel-Diensten für die Geschäftskommunikation und Marketinglösung mit rund 30.000 Kunden und 33.000 Mitarbeitern in 28 Ländern. Das Ziel des Konzerns ist es,
die Kundenbindung zu optimieren und den Geschäftsbetrieb über die gesamte Palette des Kundenerlebnisses hinweg zu rationalisieren. Ich habe hier mal in den Chart eingezeichnet die Quartalsergebnisse. Das sehen wir einmal hier, ein Gap Up, schöne Quartalszahlen und dann Anstieg des Handelsvolumens. Und da gab es einen schönen Trendschub. Dann die Konsolidierung, Konsolidierung und der nächste Trendschub. Hier haben wir ein schönes Beispiel, was ich damit meinte, dass Quartalsberichte meistens auf Sicht von Wochen bis hin zu 3 Monaten relevant sind. Hier der nächste Quartalsbericht, ein Abverkauf. Die Zahlen waren nicht ganz so gut. Allerdings dann auch die Stabilisierung. Und was ich hier ganz interessant finde, es gab zahlreiche Insiderkäufe. Unter anderem hat Chatham Asset Management seit dem 19. Mai, das heißt seit diesem Tag, kontinuierlich die Position aufgestockt. Also Chatham Asset Management LLC, die halten jetzt mittlerweile 10,6 Millionen Aktien, wenn man es ganz genau nimmt, 10.635.100 Stücke. Jüngst haben die wieder ihre Position aufgestockt und charttechnisch gefällt mir es hier richtig gut. Die Aktie konsolidiert. Und wenn hier jetzt ein neuer Boost reinkommt, dann kann es sehr schnell in Richtung 8 oder sogar 9 US-Dollar gehen. Ein entscheidender Trigger könnte das gewesen sein. An diesem Tag, dem, ja, 25., da hat der Konzern eine Produkteinführung bekannt gegeben. So wurden die On-Site-Marketing-Services in das Produktportfolio integriert und dabei spezialisiert sich der Konzern auf wachsende Einzelhändler und die Lösung bietet eine vollständige Suite an synchroner Marketingunterstützung im Geschäft an. So sollen die On-Site-Marketing-Services es Einzelhändlern ermöglichen, Design, Ideenfindung und Beschaffung nahtlos zu verwalten und Ladenbeschilderungen und Befestigungslösungen installieren zu können. Das ist meiner Ansicht nach einer der enormen Wachstumstreiber, weil vor allem wachstumsstarke Einzelhändler suchen danach nach Möglichkeiten, ihre Geschäfte zu automatisieren bzw. Prozesse extern zu vergeben, welche dann günstiger gestaltet werden können, wodurch natürlich die eigenen Margen steigern können. Und das finde ich sehr interessant. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau, Insiderkäufe, ein neues Produkt auf dem Markt. Das ist meiner Meinung nach eine schöne Base, welche sich jetzt anbietet, um prozyklisch zu folgen. Dann der zweite Titel, welchen ich besprechen will. Das ist die Asana. Charttechnisch, also der Konzern ist noch nicht allzu lange an der Börse notiert. Und wir sehen hier eine richtige Fahnenstange. Die Aktie konnte sich ausgehend von diesem Verlaufstief innerhalb kürzester Zeit um 149% nach oben bewegen. Was ich hier ganz interessant finde, der CEO heißt Dustin Moskovitz. Wer den Film Social Network mit Mark Zuckerberg, Facebook, kennt, der wird sich an den Namen Dustin Moskovitz als Mitbewohner von Mark Zuckerberg erinnern. Und dieser Moskowitz, der hält noch einen Anteil von rund 2% der Aktien an Facebook als Mitbegründer. Und bei Asana ist er gerade der CEO. Und was ich da ganz interessant finde, seit dem 7. Juni, schauen wir mal rein, hier, seit diesem Tag kauft sich der CEO mit mindestens 160.000 Aktien. Täglich wohlgemerkt in das Unternehmen, welches er leitet, ein. Das Interessante ist, in der Sektion Strategien berichte ich seit diesen Tagen darüber. Und das ganz Interessante ist, ganz zu Anfang hatte Moskowitz noch 250.000 Aktien zu 39, 69 US-Dollar gekauft, aber am 8. auch noch 250.000, am 9. auch noch 250.000 und ab dem
10. Juni hat er täglich 160.000 Aktien gekauft. Das heißt, seine ersten Stücke hatte er zu 39,69 gekauft, aber hier oben bei über 60, sogar bei 62,66 US-Dollar, befindet er sich weiterhin auf der Käuferseite und kauft 160.000 Aktien am Tag. Das heißt, hier muss irgendeine positive Nachricht noch nicht im Markt verarbeitet sein, weswegen Moskowitz sich kontinuierlich weiter einkauft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier im Laufe des Jahres eine Prognoseanhebung kommen wird, weil bereits am 3. Juni, das war dieses Gap-Up, da hatte Moskowitz bei der Vorlage des Quartalsberichtes über ein reges Kundeninteresse geschwärmt. Konkret sagte er damals, dass wir sind mit der Dynamik in unserem ersten Quartal sehr zufrieden. Wir verzeichnen gegenüber dem Vorjahr ein beschleunigtes Umsatzwachstum von 61%. Wir haben große Erweiterungen innerhalb unserer bestehenden Kundenbasis abgeschlossen und konnten bei einigen unserer größten Unternehmenskunden weiterhin Dynamik verzeichnen. Immer mehr Kunden wenden sich an Asana und dem Asana Work Graph zu, um eine skalierbare, übergreifende, funktionale und einfache oder einfach zu übernehmende Lösung zu erhalten. Das heißt, der Konzern verzeichnete hier bereits einen dynamischen Umsatzboost und wenn wir die ganzen Insiderkäufe betrachten, täglich, wie gesagt, dann gehe ich davon aus, hier steht eine positive Nachricht, sei es eine Übernahme oder sei es eine Prognoseanhebung bevor. Allerdings muss man dazu sagen, der Umsatz für das Geschäftsjahr soll bei 336 Millionen bis zu 340 Millionen Stand jetzt liegen. Und schauen wir in die Infobox, dann sehen wir, die Marktkapitalisierung liegt bereits bei über 10,6 Milliarden US-Dollar. Das heißt, ein Investment würde ich auf dem Niveau auf keinen Fall mehr in Erwägung ziehen. Aus Trading-Sicht bietet sich aber eine Trendfortsetzung an, sprich, man kann dem Trend folgen, solange er intakt ist. Und wie lange sehe ich so einen Trend intakt? Das kommt immer auf die individuellen Tageskerzen drauf an. Zum Beispiel würde ich persönlich bei Asana einen Rücksetzer von bis zu 8% durchaus als intakten Trend oder als intakte technische Gegenreaktion interpretieren. Sprich, da kann man long drin bleiben. Wenn der Kursverlust allerdings stärker wird oder sich eine Abwärtstendenz mit niedrigeren Verlaufshochs etablieren sollte, oder der CEO nicht mehr kaufen sollte, dann würde ich den Trade schließen und die Buchgewinne realisieren. Also eine wunderschöne Entwicklung. Da habe ich auch hier im Chat drüber geschrieben gehabt. Und das möchte ich auch nochmal zeigen. Damals waren es nur 52 Millionen, als ich am 16.06. darüber geschrieben habe. 52 Millionen. Jetzt sind wir bei mehr als dem Doppelten. Also der CEO hat bereits über 100 Millionen US-Dollar investiert. Also sehr interessant, allerdings als Investment, nicht als Trading-Gelegenheit für eine Trendfortsetzung, da die Aktie auch am Allzeithoch notiert. Sehr interessant. Genau. Gut, das waren die drei Beispiele, welche ich nennen wollte. Nun gehen wir in das DPA AFX Tool Desk rein. Das seht ihr hier unten links mit dem DPA AFX. Ich klicke einmal auf, dann lädt es und dann haben wir hier eine schöne Übersicht, welche sich auch perfekt für Berufstätige eignet, welche nach Feierabend einfach mal schauen wollen, welche Price Reactions gab es am deutschen Markt bzw. bei den von DPA gecoverten Nachrichten. Ich ziehe das mal größer. Dann kann man hier sortieren nach Price Reactions. Machen wir das mal. Dann sehen wir zum Beispiel eine SLM Solutions. Wenn ich hier raufgehe, dann sehen wir hier links ändert sich das DPA Nachrichtentool, weil wir hier oben eine 1 haben und da oben eine 1. Und die Infobox hat sich geändert auf SLM Solution. Nun ziehe ich mal die Nachrichtenlage in den Vordergrund. Warum ist SLM Solution heute um minus 5% gefallen? Der Initial Price war bei 22,43, als die Nachricht rauskam, und aktuell notiert die Aktie nur noch bei 21,3.
Wir sehen, die Nachricht kam um 17.13 Uhr. Wir gehen in die Nachrichtenbox und da sehen wir 17.13 Uhr. SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2021-2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Vorverlegung des frühestmöglichen Wandlungszeitpunkts ein. Das heißt, der Markt interpretiert diese Nachricht tendenziell negativ, deswegen die Aktie zu einem Kursverlust neigt. Wenn wir uns jetzt den Chart anzeigen lassen wollen mit der Nachricht, dann gehe ich auf dieses Chart-Symbol und hier ziehe ich das auch einmal etwas größer. Da sehen wir, die Nachricht, ich bin in meinem Tageschart, kam hier. Ich gehe Intraday rein. Dann kam die Nachricht genau an dieser Candle und wir sehen, ich bin auf 15-Minuten-Basis umgeswitcht. Innerhalb von einer halben Stunde, kurz vor Handelsende, 17.13 Uhr kam die Nachricht ja, kurz vor Handelsende hat die Aktie dynamisch abgegeben und diese Nachricht könnte auch am Montagmorgen noch temporären Verkaufsdruck auslösen. Das heißt, hier wäre ich jetzt auf der Long-Seite vorsichtig, zumal die Aktie zuvor ja auch sehr gut gelaufen ist. Die 3D-Drucker und insgesamt die Drucktechnologie ist einer der Wachstumsmärkte der kommenden Jahre. Und SLM Solutions konnte hier jetzt unter anderem durch die Aufnahme in den ARK-Fonds von Cathie Wood um 47,6% innerhalb von oder seit dem Verlaufstief vom 12. Mai steigen. Das heißt, da sind durchaus Gewinnmitnahmen drin. Aber wenn sich die Aktie wieder stabilisiert, kann sich hier eine Trendfortsetzung anbieten. Schauen wir mal auf positive Nachrichten. Was haben wir da Schönes? Wir gehen auf ADVA. Wir sehen wieder, ich habe hier raufgeklickt auf den Namen. Infobox und Nachrichtenlage öffnen sich. Ich klicke nur hier rauf. Dann sehen wir, die Infobox verändert sich nicht, sondern nur die Nachrichtenlage. Ich öffne nebenbei den Chart und schauen wir nochmal auf die Nachrichtenlage. 11.31 Uhr, heute am 2.7. kam eine Nachricht. 11.31 Uhr, das ist die Nachricht. Wir scrollen durch. DGAP Stimmrechte. Stimmrechte bedeutet, wenn große Fonds oder Unternehmen sich positionieren oder Positionen verringern, dann kommen solche Nachrichten. Schauen wir hier einmal durch. Was war die entscheidende Nachricht bei ADVA? Die Aktie. Morgan Stanley wurde aktiv. Morgan Stanley hält mehr als 3% oder hielt mehr als 3%. Datum der Schwellenberührung. Wann wurde die Nachricht oder wann haben die hat der Fonds, die Fonds von Morgan Stanley, wann waren die aktiv? 28.06. Und wir sehen, es kam zu einer Verringerung. Zuvor hielten die Experten 4,92% der Aktien und jetzt nur noch 3,26%. Also tendenziell würde ich das nicht als positive Nachricht interpretieren, deswegen die Aktie jetzt steigt. Meiner Ansicht nach ist das eher negativ, beziehungsweise bei den Positionierungen der Stimmrechte durch Fonds, da bin ich eher passiver. Ich nehme diese Nachrichten gegebenenfalls wahr, aber beachte sie nicht genauer. Schauen wir zurück. Zuletzt gab es aber hier positive Nachrichten. 18.06. 8.25 Uhr morgens, das heißt vorbörslich, hat Kepler Chevreux die Aktie von 10,5 Euro auf 13,6 angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Was bei dpa immer schön ist, es kommt eine Ad-Hoc-Nachricht, die ist farblich hervorgehoben, dass man sie auch sofort erkennt. Und während des Tages kommen oftmals genauere Erläuterungen. Schauen wir uns das hier an. Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel von ADVA von 10,5 auf 13,6 angehoben und die Einstufung auf Buy belassen. Das wussten wir bereits durch die Ad-Hoc vorbörslich. Nun die genauere Begründung. Angesichts des nachhaltigen Auftragsflusses im bisherigen Jahresverlauf, der im ersten Quartal aktualisierten Jahresziele und der vorgesetzten Verbesserung des Produktmix bei ADVA überarbeitete Analyst Paul Frommel seine Schätzung.
Laut einer am Freitag vorliegenden Studie hob er sie für das Umsatzwachstum und die Marge bis 2023 an. Das heißt, 18.06. schauen wir mal in den Chart. Das war hier. Was ist dabei ganz interessant? Die Aktie reagierte am ersten Tag noch kaum darauf. Im Gegenteil, sie reagierte sogar mit weiterer Schwächetendenz und am nächsten Tag kam es zu einem Shakeout, welcher die Aktie meiner Ansicht nach sogar für einen kurzfristigen Trade in den Verlust laufen gelassen hätte. Minus 3%. Doch dann, wahrscheinlich wurden hier ganz viele News-Trader abgefischt und dann ging es Kursstabilisierung, Aufwärtswelle, Trendschub. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie auch News-Trades unterschiedlich interpretiert werden bzw. zu unterschiedlichen Reaktionen führen. Manchmal haben wir Analysten-Support bzw. Kurszielanhebung, welche direkt zu einem Rallye-Impuls führen und manchmal haben wir zunächst einen Abverkauf, aber der Markt vergisst Nachrichten natürlich nicht. Er behält sie im Hinterkopf und manchmal folgt nach ein, zwei, drei Tagen die eigentliche Marktreaktion darauf, wie die Analysten die Kursziele jetzt sehen. Das heißt, ein interessanter Kandidat, welcher allerdings bereits heiß gelaufen ist, meiner Ansicht nach. Schauen wir wieder in die Price Reactions des heutigen Tages. Was könnte interessant sein? Delivery Hero. Ich gehe auf den Namen. Es ändert sich die Nachrichtenbox und die Infobox. Und das finde ich ganz interessant heute. Ich öffne wieder den Chart. Ich ziehe den Chart groß. Charttechnisch hat die Aktie hier eine schöne Bodenbildung ausgebildet, welche nun in einen neuen Trendschub münden könnte. Konsolidierung mit höherem Tief, eine meiner Ansicht nach bullische Tendenz. Und ein schöner Breakout aus einer Konsolidierung. Was hat heute den Kursanstieg um 3% ausgelöst? Wir gehen wieder hier rein. Die Nachricht: 5:12 Uhr vorbörslich bei einem Preis von 113,4 Euro. Aktuell notiert sie bei 117,13 Euro. Wir sind auf Tagesbasis und wir haben hier 3,28%. Können auch auf die 2 gehen. Dann sehen wir, es gab Updates dazu um 9:44 Uhr und um 10:18 Uhr. Schauen wir in die Nachrichtenbox, dann sehen wir, hier kam die Nachricht, 5:12 Uhr. JP Morgan hebt das Kursziel für Delivery Hero von 185 auf 189 Euro und bekräftigt damit die Overweight-Einstufung. Dann das erste Update, deswegen hier die 2. Zwei Nachrichten kamen nach der initialen Nachricht. Hier haben wir sie. Delivery Hero steigt und das hat die DPA auch wieder blau markiert, sprich, das soll sofort ins Auge stechen, dass hier etwas Interessantes sein könnte. Das sollten Trader im Blick behalten. Dann etwas später die genauere Erläuterung. Warum hat JP Morgan das Kursziel angehoben und warum sehen die Experten ein so hohes Potenzial? Wir erinnern uns, Kursziel 189 und die Aktie notiert gerade mal bei 118. Das heißt, die Experten erwarten einen Kursanstieg von hier bis da oben. 62% Potenzial sehen die Experten. Die Begründung: Das Mitte August anstehende Update des Essenslieferanten für das zweite Quartal dürfte die Geschäfte in Asien und die MENA-Region, Nahe Osten und Nordafrika als weiterhin wichtigste Wachstumstreiber ausweisen. Zudem sei die Aktie inzwischen im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Sie ist weiterhin
Diebels Topwert unter den europäischen Online-Aktien. Die jüngste Kursschwäche bietet dabei eine Kaufgelegenheit. Also die Aktie würde ich mir für die kommenden Tage und Wochen auch auf der Watchlist behalten. Ich würde hier sogar noch in die laufende Bewegung hinein einsteigen und eine Absicherung könnte man hier unter dem letzten Verlaufstief im Bereich von 110 oder knapp darunter platzieren. Wenn der Impuls mit dem Kursziel von 189 Euro jetzt richtig angenommen wird, dann könnte es sein, dass die Aktie schnell in Richtung 130 tendiert, sprich in Richtung des Gap Closings, weil diese Kurslücke wurde nicht ganz geschlossen, damals im Mai. Gap Closing muss absolviert werden und dann könnte es zu einer Korrektur mit höherem Verlaufstief, so wie hier, kommen und eine mittelfristige Bewegung in Richtung 150 Euro einsetzen. Das ist allerdings eine Kombination aus kurzfristigem Szenario mittels Analysten-Support und mittelfristiges Szenario, welches sich durch die Quartalszahlen bestätigen lassen könnte. Wie die Experten von JP Morgan ja erwähnt haben, die nächsten Quartalszahlen stehen bereits Mitte August an. Das heißt, noch 1,5 Monate, da könnte die Aktie sich hier im Bereich von 130 Euro stabilisieren und dann könnte der Boost kommen durch den Quartalsbericht, welcher den nächsten Rallye-Schub mit Breakout auf neue Höchststände einleiten kann. Eine sehr spannende mittelfristige Story, wie ich finde. Gut, wir schließen das wieder. Wir gehen wieder auf die Price Reactions. Bei den Price Reactions könnte ich jetzt auch andere Zeiträume einstellen. Ich muss nicht nur betrachten, was war heute. Falls es mich interessiert, was längerfristig war, könnte ich mir auch auf 5 Tage anschauen. Ich mache das Häkchen bei heute raus. Und auf 5 Tagen, da sehen wir schon ganz andere prozentuale Bewegungen. Zum Beispiel einen Nike. Da sehen wir plus 12% vorbörslich, Quartalszahlen besser als erwartet. Da haben wir wieder einen Trigger für eine mittelfristige Bewegung auf Sicht von mehreren Wochen bis hin zu 3 Monaten. Ich öffne auch hier den Chart. Ich schließe den anderen Chart im Hintergrund und ziehe Nike einmal groß. Hier nachbörslich kam die Veröffentlichung des Quartalsberichts und am nächsten Tag ist die Aktie mit einem kraftvollen Gap-up in den Handel gestartet. Auf neue Höchststände sogar. Das heißt, ein prozyklisches Kaufsignal wurde auch aus charttechnischer Sicht generiert. Und wer dem Quartalsbericht gefolgt ist, Kursstabilisierung nach dem ersten Tag, der ist jetzt auch schon wieder weit vorne. Die Dynamik ist hier nach dem Handelsstart weitergegangen. Ausgehend vom Eröffnungskurs konnte die Aktie bereits um 4,4% zulegen. Das ist moderat, aber der Pivotal Point wurde erfolgreich verteidigt. Das heißt, hier kann man auch eine schöne Absicherung im Bereich von roundabout 150 platzieren und prozyklisch folgen und darauf setzen, dass Nike die Aufwärtsrallye nach dem starken Quartalsergebnis fortsetzen wird. Was haben wir hier noch? Hier haben wir nochmal die Hornbach Holding, die wir ja im Text vorhin besprochen haben. Wir sehen auch hier, die Quartalszahlen waren der Trigger. Ich öffne auch hier den Chart und dann wird es nochmal angezeigt. Das hatte ich ja eben in der PowerPoint-Präsentation bereits erwähnt. Nachbörslich die Quartalszahlen, Gap-up in den Handel, Trendschub, Konsolidierung. Und hier könnte man jetzt am Montag, wenn die Aktie über dieses Hoch steigt, weil wir sehen, niedrigeres Hoch, niedrigeres Hoch, niedrigeres Hoch, niedrigeres Hoch, wieder ein niedrigeres Hoch. Wenn die über dieses Hoch steigt, dann könnte man darüber nachdenken, nach einem kurzen Pullback mit einer Intraday-Stabilisierung prozyklisch zu folgen und dann darauf zu setzen, dass die Aktie in Richtung 105 tendiert. Und wenn man so reagieren möchte, kann man die Absicherung unter diesem Verlaufstief bei 93,75, knapp darunter, ansetzen. Wichtig ist aber, dass hier eine Kursstabilisierung dann erfolgt in Form eines Inside Days, sprich innerhalb dieser Handelsspanne oder mit einem höheren Hoch und dann einem Schlusskurs über diesem Schlusskurs. Dann kann man prozyklisch folgen und dann eine enge Absicherung und dann sollte die Rallye weitergehen. Ein schönes Setup, wie ich finde, welches sich wirklich gut entfalten könnte und ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis bieten sollte. Genau. Also zahlreiche Aktien. Man kann sie sich nach der Price Reaction sortieren
oder nach den Tagen, wenn man mehrere verschiedene Zeiträume sortieren möchte. Und was ich euch noch zeigen möchte, mit dem dpa AFX Pro Tool hat man ja alle Nachrichten auf einen Blick. Manchmal ist das natürlich auch für Profis zu viel Information, ein Informationsoverflow, da kommt man nicht mehr hinterher. dpa macht das in diesem Sinne schon mal schön, dass die hervorheben, was die nicht wichtigsten Nachrichten sind. Hier, wie gesagt, blau hervorgehoben. Wenn wir allerdings uns auf etwas Spezielles spezialisieren möchten, können wir Filterregeln nehmen. Ich öffne das mal. Da haben wir verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich Analysen sehen möchte, Rohstoffe, wenn ich meinen Fokus nur auf Director Dealings, also die DD, welche wir ja vorhin besprochen haben, legen möchte, kann ich mir das anzeigen lassen. Schauen wir mal nur die Director Dealings an, Filter anwenden und dann sehen wir überall diese DDs, Director Dealings und wo es jüngst Aktivitäten gab. Zum Beispiel auch bei K&S. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Warum ich selbst bei K&S raus bin, obwohl wir ja diesen enorm positiven Analysten-Support bekommen haben. Also, K&S war ja das, der positive Analystenkommentar, welcher mit einem enormen Spitzenkursziel bzw. neuen Spitzenkursziel von 22 durch Kepler-Chevreul ausgerufen wurde. Das war an diesem Tag. Und was jetzt hier beim Director Dealings mir negativ aufstößt, ist, wir gehen in die Nachricht, die finden wir hier unten. Dr. Lohr, das ist der Vorstand von K&S, er hat am 30. Juni einmal Aktien für 208.700 Euro verkauft. Wir gehen auf die nächsten Nachrichten, weil das ist ja nicht die einzige Nachricht. Dann sehen wir hier Dr. Kreimeier, er ist Aufsichtsrat bei K&S. Er hat ebenfalls verkauft am 30. Aktien im Wert von 104.350 Euro. Und das waren diese beiden Nachrichten. Wir sehen noch eine dritte Nachricht. Und wie sollte es anders sein? Wieder Dr. Lohr, der Vorstand. Er hat weitere Verkäufe getätigt. Und dieses Mal waren es 205.900 Euro, ebenfalls am 30. Das heißt, wir haben drei Insider-Verkäufe am 30. Juni, welche sich auf roundabout 517.000 Euro summieren. Das heißt, hier sollte man vielleicht etwas vorsichtiger sein, wenn man Director Dealings handeln möchte, weil es könnte sein, dass hier eine lokale Top-Bildung entsteht. Falls die Insider mehr wissen sollten, auch in Bezug auf die Sanktionen gegen Belarus. Da hatten wir ja gehört, dass JP Morgan beispielsweise darauf verwiesen hat, dass das Importverbot durch die EU gegen Belarus lediglich ein Fünftel der Menge an Kalidünger betreffe, welchen Belarus pro Jahr in die EU exportiert. Das heißt, möglicherweise profitiert K&S gar nicht so stark, wie es der Markt jetzt einpreist. Das heißt, hier könnte Rückschlagspotenzial drohen, welches die Insider bereits erahnen. Deshalb Vorsicht geboten. Aber wir kennen auch zahlreiche Insider-Transaktionen, welche sozusagen positiv sind. Da möchte ich jetzt noch einen hervorheben. Wo haben wir sie? Da. Die DFV. Die DFV dürfte einigen kurzfristiger orientierten Anlegern auch noch im Gedächtnis sein, weil wir hatten sie damals in diesem Zeitraum besprochen, als es neue Nachrichten gab mit neuen Verträgen, welche wegweisend sein könnten und ein langfristiges Umsatz- und Gewinnpotenzial bieten können. Dann der Abverkauf, die negative Nachricht, Vertragsstornierung, beziehungsweise es kommt nicht zu langfristigen Verträgen. Abverkauf, Schwächetendenzen. Jetzt charttechnische Bodenbildung oder zumindest lässt sich eine Bodenbildung erahnen und
was da ganz interessant ist, die Insider beginnen damit, die Aktie zu akkumulieren. Wenn wir hier oben eintippen WFV, dann sehen wir alle Nachrichten, welche zu dieser Aktie veröffentlicht wurden. Und da wir ja den Filter aktiviert haben, sehen wir nur die Director Dealings, beziehungsweise die neue Nachricht, welche hier den Trigger für die charttechnische Trendwende einreichen könnte. Der Markteintritt in Österreich, neues Kombiprodukt und neue Vertriebskooperation. Zuvor schauen wir hier die Haaren Holding SA über den Aufsichtsrat kauft sich ein im Wert von 364.000 Euro. Der Kauf fand statt am 28.06. Wir gehen in den Chart. Wir suchen den 28.06., wo es einen Insiderkauf gab. Das war hier, genau in dem Abverkauf, haben die Insider gekauft. Wir sehen, am 30. um 11.15 Uhr kam die Nachricht mit dem Markteintritt in Österreich. Das war dieser Tag. Die erste Stärketendenz baut sich auf. Und am 1.7. haben wir eine neue Nachricht. Es ist wieder die Haron Holding über den Aufsichtsrat und ein erneuter Kauf. Dieses Mal über 154.000 für den 29. Das heißt, die Insider haben sich in diesen beiden Tagen positioniert, wo wir auch ein erhöhtes Handelsvolumen sehen. Und dann am 30. kommt die positive Nachricht, die den Boost auslöst. Und rein charttechnisch und von der Nachrichtenlage finde ich die Aktie mittelfristig wieder interessant. Es könnte sein, dass hier eine steigende neue oder eine Trendwende bevorsteht. Also sehr spannend, sollte man im Blick behalten. Allerdings beachten muss man hier, dass es sich um ein kleinstkapitalisiertes Unternehmen handelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei lediglich 195,62 Millionen Euro. Allerdings die Nachrichtenlage, Insiderkauf, Eintritt in den österreichischen Markt, Kooperation mit Hasbro und Lidl, das haben wir jetzt gerade eben noch nicht gesehen. Auch eine interessante Nachricht, welche man beachten sollte. Aussichtsreich für eine mittelfristige Positionierung, wie ich finde. Genau. Dann wäre ich soweit mit meinem Vortrag fertig. Ich halte die Aufzeichnung an.